Hi, guten Morgen. Ich mache jetzt mal ein Video auf Deutsch, weil das jetzt geht unser Land an und Deutschland. Und es betrifft, glaube ich, auch die Österreicher und eigentlich betrifft es ganz Europa. Wir haben hier in Deutschland ja gerade eine Krise. Ich meine, die ist auf der ganzen Welt, aber in Deutschland ist es halt extrem, weil normalerweise Deutschland hatte mal ein Grundgesetz, was eingehalten wurde, wo die Menschenrechte gewahrt wurden. Das sehe ich jetzt leider nicht mehr so. Ich bin extra wieder zurückgekommen aus Portugal. Ich war schon in Portugal, wir waren da am Community gründen und das war alles super, alles toll. Allerdings war das nur meine Aufgabe, das einmal zu starten. Und jetzt bin ich wieder hier. Aus einem gewissen Grund. Als ich zurückgekommen bin vor einem Dreivierteljahr, da habe ich den Ralf getroffen, Ralf Bösen, ein toller Freund von mir, Philosoph, Menschenrechtler. Der hat es damals geschafft, dass die Sanktionen gegen Hartz-IVer gekippt werden. Damals durften die Menschen, die aus ethischen Gründen zum Beispiel einen Job abgelehnt haben, weil sie zum Beispiel als Ingenieur nicht für die Rüstungsindustrie arbeiten wollten oder weil sie Termine verpasst haben, sowas wurden sie sanktioniert, das ist bis zu 100%. Das heißt, die haben kein Essen mehr gehabt, die haben keine Wohnung mehr gehabt, die haben keine Krankenversicherung mehr gehabt. Die landen auf der Straße. Und das verkraftet nicht jeder. Ich bin mal auf der Straße gewesen, also ich war obdachlos, nachdem ich aufgehört habe, für die Bankster in Zürich zu arbeiten. Dort habe ich als Softwareentwickler gearbeitet, bin obdachlos geworden. Das war eigentlich mein Glück, weil jetzt konnte ich diese Seite auch mal sehen. Und wohne seit 8 Jahren im Wohnmobil. Im Moment gerade im Wohnwagen, weil mein neues Auto, neues Anführungsstrichen, ist schon auch 17 Jahre alt, das steht da draußen und hat gerade TÜV bekommen, muss nur angemeldet werden. Und dann werde ich wieder umziehen. Das ist aber gar nicht das Thema heute, sondern ich wollte nur sagen, dass ich auch diesen Weg gemacht habe und jetzt diese Probleme sehe. Gerade in Deutschland. In meiner Heimat. So, der Ralf Bös hat damals mir davon erzählt, er hat ein neues Projekt. Das Projekt ist, das läuft eigentlich schon über mehrere Jahre. Habe ich auch mit ihm zusammen haben wir diese Projekte gemacht. Ich war da in der Bürgerinitiative. Ich habe ihn da rege unterstützt. Mit dem Stelen-Programm, da komme ich später drauf zu sprechen. Er hat mir gesagt, dass er gerade eine Webseite online hat und die heißt unsere-verfassung.de, wo wir als Deutsche darüber abstimmen können, uns selber eine Verfassung zu geben. Das ist damals drin gewesen im Grundgesetz, ist immer noch drin im Grundgesetz, der letzte Artikel, der 146, da steht drin, wenn Ost und West sich mal vereinen sollten, dann hat das deutsche Volk das Recht, sich selber eine Verfassung zu geben. So, das hat unsere Politik hat das leider verpasst. Das war damals die Merkel-Regierung. Ich will ihr da keine Schuld dran geben. Ich denke mal, die Politiker haben in dieser Situation, an dieser Sache und an dieser Sache, die da gerade läuft, überhaupt nicht so viel Schuld. Die dulden es nur, dass sie, ja, die sind lobbygesteuert, würde ich sagen. Also ich sitze nicht im Bundestag, ich kann das nicht sagen, aber es deutet sich ab, dass das lobbygesteuert ist. Das heißt, unsere Politiker sind nicht mehr für uns Menschen da, sondern nur noch für die Firmen. Sieht man zum Beispiel da, ich habe mal bei Debitel gearbeitet, das ist eine Mercedes-Benz-Tochter und da wurde mir gesagt, dass Mercedes zum Beispiel in Deutschland keine Steuern zahlt. Riesenunternehmen, Mercedes-Benz, zahlt in Deutschland keine Steuern. Das wird man natürlich widerlegen können, weil die zahlen bestimmt Mehrwertsteuer und all sowas, aber die zahlen keine Kapitalertragssteuer. So wurde mir das halt gesagt. Stattdessen werden solche Firmen subventioniert von der Bundesregierung. Die Banken werden gerettet mit Subventionen und so. Das sieht ein bisschen nach Korruption aus. Sieht nur so aus. Ich möchte niemanden anschuldigen. So, und der Ralf ist hergegangen, oder das ganze Team um den Ralf herum ist hergegangen, diesen Artikel 146, das steht ja extra die Einleitung drin, im Grundgesetz, den umzusetzen. Und hat dazu eine Webseite gemacht und dass wir abstimmen können, eine Volksabstimmung ist das. Da kann ganz Deutschland mitmachen, sollte ganz Deutschland mitmachen. Und dann kriegen wir das Grundgesetz, so wie es zurzeit ist, 1:1, mit einer kleinen Änderung, dass wir da die direkte Demokratie
einflechten, so wie in der Schweiz. Mit den gesichtet mit den Problemen, die sie in der Schweiz haben. Das ist zum Beispiel ein Problem, wenn ihr euch mit der Gavi auskennt, dass das einfach mal von einem Bundesrat durchgewunken wurde. Da scheint es eine Lücke zu sein, zu geben im Gesetz. Und das nächste Problem ist, dort ist zwar direkte Demokratie, aber dort haben sie trotzdem noch Werbung und Propaganda. Also stimmen die Leute ab, wie es die Medien wollen. Also das ist eine Sache, die können wir hier aber in Deutschland adressieren. So. Dann können wir abstimmen darüber, dass wir das Grundgesetz 1 zu 1 zur Verfassung heben mit der direkten Demokratie. Und dann haben wir wieder die Kontrolle über unsere Politiker. Dann bestimmt das Volk wieder. Das wird zwar am Anfang wird das höchstwahrscheinlich noch böse in die Hose gehen, weil wir wahrscheinlich nicht alle in Deutschland frei denken können. Deshalb gehen wir gerade auf die Straße, auf die Straßen überall, auch in Berlin wieder, um für uns Menschenrechte, um für unsere Menschenrechte zu demonstrieren. Eigentlich demonstrieren wir unsere Stärke als Souverän. Und möchte ich jeden bitten, macht da mal mit. Das fühlt sich gut an, diese Souveränität zu spüren. Das fühlt sich wirklich gut an. Ja. Worauf ich hinaus möchte. Ich habe, dadurch, dass ich mit dem Ralf guten Kontakt habe, er hat mir neulich mal in der Situation geholfen und ich habe mir überlegt, wie kann ich denn das wieder gut machen? Ne? Was mache ich denn da so? Und der Zufall hat das gegeben, dass er mich fragte. Ich bin ja Softwareentwickler und habe Human-Computer Interaction Design studiert. Dass mich gebeten hat, die mobile Version, also die Version fürs Handy zu bauen. So, dass es responsible ist, dass sich das anpasst, ob es ein Tablet ist oder ein Mobilephone und ob du das nun kippst, ne, dass sich das anpasst. Responsible halt. Die Informatiker, die sich damit auskennen, wissen, wovon ich rede. Das habe ich umgesetzt mit der Software von unserem Verein, Flatside Builder, die ich auch selber geschrieben habe, extra für solche Zwecke. Jetzt macht es total Sinn, das mal gemacht zu haben. Die Mobilwebsite ist jetzt online. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Das ist unsere-verfassung.de. Wenn ihr das mit dem Handy öffnet, dann landet ihr automatisch auf der Mobile-Seite. Da könnt ihr euch das anschauen. Das ist übrigens, mache ich da gerade ein bisschen Werbung für unseren Verein. Wir haben den Verein crowdware.at. Damit stellen wir Software her, Open Source Software, kostenlos. Kann auch kommerziell genutzt werden. Da möchte ich dann aber bitten, dass die Firmen, die es kommerziell nutzen, halt Vereinsmitglied werden. Ist noch ein frischer Verein, ist noch relativ jung. Wir haben den vor 2 Jahren in Österreich gegründet. In Österreich haben es da ein bisschen bessere Gesetze, dass man so ein Verein, ja, mit wenigen Schritten und kostengünstig ins Vereinsregister eintragen kann. Und hat noch ein paar andere Vorteile. Das geht um doppelte Buchführung, die nicht notwendig ist, solange man unter 1 Million Umsatz bleibt im Jahr. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden. In Deutschland hat man da ein paar mehr Hürden. sorry. Wir haben dort Software für euch extra geschrieben, die ihr nutzen könnt, die euch hilft. Das ist zum Beispiel ein E-Book-Creator, mit denen schreibe ich selber auch Bücher, die ich auf Kindle veröffentlichen kann. Das ist eine tolle Sache auch für Aussteiger. Man kann das Buch einfach tatsächlich schnell unterwegs schreiben. Formatiert wird mit Markdown. Das ist wahrscheinlich ein Insider für unsere Entwickler, die auf GitHub tätig sind. Da kann man mit ganz einfachen Formatierungssymbolen kann man da HTML generieren. Also für das Buch, E-Book ist in HTML geschrieben hinten. Und das nimmt ja alles das der E-Book Creator ab. Also auch ein ganz nützliches Tool. Dann haben wir noch Animation Maker für Menschen, die kein Mac haben und dort wie heißt das? Ich wollte gerade sagen GarageBand. Es gibt da auf jeden Fall ein tolles Tool, mit dem man Videos machen kann. Also so Erklärvideos. Wie eine PowerPoint-Präsentation, die automatisch abläuft. Damit würde es übrigens auch gehen. Nur unsere Software Animation Maker, der hat halt einen speziellen anderen Fokus.
Damit kann man zum Beispiel auch HTML-Animationen machen. Und GIFs, animierte GIFs kann man damit machen. Also es ist ein sehr nützliches Tool. Ja, was ich jetzt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Webseite, die ich da gebaut habe für den Verein Unsere Verfassung e.V., dass die ist auch online. Die verlinke ich mal als ein Beispiel, wie wir dieses Projekt unterstützen können. Und zwar ist es so geschachtelt, das ganze Webseite ist in mehrere Phasen unterteilt. Wir haben das Frontend, von dem rede ich, das Frontend. Da hat der Ralf einen Teil gemacht, das hat er mit seinen Mitteln gemacht für den Desktop. Ich habe das fürs Mobile gemacht. Und beide laufen auf eine andere Webseite hinaus, da wo die wirkliche Abstimmung stattfindet. Das heißt, wenn wir in der Anwendung auf dem Desktop oder auf dem Mobile den Abstimmen-Button klicken, dann kommen wir auf eine neue Seite. Das ist dann unsereverfassung.com und dort wird dann die eigentliche Abstimmung laufen. Was jetzt meine Idee ist, wie wir das Projekt unterstützen können, ist, du holst dir zum Beispiel, wenn du Webentwickler bist, du holst dir die Version von Cloudflare. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Nimmst sie, das ist alles Open Source, das könnt ihr alles nutzen. Baut dort eine Webseite für euch draus, dass ihr ein gewisses Klientel anspricht. Keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die stehen auf Webseiten mit einem hellen Hintergrund, dann gibt es Menschen, die stehen auf einer Webseite mit dunklem Hintergrund. Dann gibt es sehr viele Immigranten, die lieber in ihrer Muttersprache eine Webseite konsumieren, auf Türkisch, auf Arabisch. Und ja, die kriegen vielleicht einen anderen. Die werden vielleicht warm mit einem anderen Content, wenn das alles übersetzt ist in ihrer Sprache. Deshalb meine Aufforderung an euch, wenn ihr dazu Lust habt, nehmt euch die Webseite, baut sie für eure Zwecke um, also für nicht für eure Zwecke, sondern um die Personen oder die Menschen anzusprechen, die ihr im Fokus habt. Ne? Wie gesagt, zum Beispiel Menschen mit anderer Sprache, Englisch zum Beispiel, wäre zum Beispiel eine Idee. Das ist auch eine Sache, die ich selber machen könnte, aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich leite den Verein, ich bin der Präsident von Cloudware und da habe ich ein bisschen was anderes zu tun. Außerdem baue ich gerade mein Van aus, mit dem ich demnächst wieder auf Tour gehen werde, weil ich mache nicht nur Vereinsarbeit, sondern auch noch Körperarbeit und helfe da anderen Menschen mit der Körperarbeit halt. So, das ist eine Möglichkeit, wie ihr helfen könnt, indem ihr halt eine Webseite baut und da auch das über die Abstimmung berichtet, so wie wir das gemacht haben, und die Abstimmung selber dann auf die Seite unsereverfassung.com leitet. Und da können die Leute dann wirklich abstimmen. Das ist übrigens eine Seite, die ist nicht in Deutschland gehostet, sondern an einem sichereren Ort. Ja, in der Schweiz halt, ne? Und das würde dem Projekt helfen. Das würde bedeuten, dass wir in Deutschland die Möglichkeit bekommen würden, mit abzustimmen als Bürger. Dann können wir zum Beispiel nochmal neu diskutieren über das bedingungslose Grundeinkommen, was total sinnvoll ist, wenn wir dann denken, dass irgendwann die ganze Arbeit von Maschinen gemacht wird und wir Menschen überhaupt keine Arbeit mehr finden. Dann können wir die Maschinen für uns arbeiten lassen. Dafür sind wir eigentlich Ingenieure da, um die Maschinen zu bauen, die uns die Arbeit abnehmen. Und wir uns um nützliche Dinge kümmern können. Zum Beispiel Sozialarbeit, Vereinsarbeit, Körperarbeit, berühren, Musik machen. Es gibt so viele Sachen, die wir machen können, statt 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Es ist die Möglichkeit, zum Beispiel Werbung und Propaganda zu verhindern.
mit entsprechenden Gesetzen oder mit entsprechender Aufklärungsarbeit. Zum Beispiel meine Aufklärungsarbeit wäre, nimm deinen Fernseher und öffne das Fenster und schmeiß das Ding raus. Ne? Dann ist die Propaganda für dich erstmal vorbei. Dann nimmst du noch das Radiogerät, schmeißt es raus. So, und dann, wenn du Musik hören willst oder Videos gucken willst, ich meine, dann gibt es dann noch, ich will jetzt keine Werbung für YouTube machen eigentlich, aber ja, das ist das, was ich zum Beispiel mache. Ich bin zum Beispiel im Van unterwegs und kann mit dem Gerät, wo ich jetzt gerade aufnehme, das ist ein kleines Handy, das seht ihr natürlich nicht, dann gucke ich Filme. Ja, wenn man dicht genug rangeht, dann ist der Bildschirm auch groß genug. Und da hatte ich neulich, das ist schon länger her, sogar einen Vertrag mal fürs Handy. Der war nur bis 1 GB Daten und danach wurde dann die Transferrate gedrosselt und dann konnte ich aber trotzdem noch YouTube-Videos gucken. Ne? Also die Transferrate war dann schnell genug. Da brauchen wir kein 5G oder sowas. Alles schnell genug, selbst so. Und da hatte ich dann quasi meinen kleinen Fernseher. Und ich konnte selbst entscheiden, was ich schaue. Dann, weil ich dann gezielt suchen kann, was ich denn sehen möchte. Im Fernsehen, da kann man zwar die Programme wählen, kann man wählen, wie man programmiert werden möchte, aber da hat man nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Und das ist immer zeitlich gebunden. Ja. Dann möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, das heißt für den Verein. Ich habe da neulich eine Idee gehabt, die mich dazu veranlasst hat, noch einen kleinen Bonus auszugeben für unsere Vereinsmitglieder. Ihr könnt bei uns Subdomains bekommen. Das heißt, dann habt ihr dann ihr Name.krautwehr.at, die sind dann dabei bei der Vereinsmitgliedschaft. Und da habe ich euch ein Beispiel, verlinke ich euch unten drin, ein freches Beispiel, was ich mal von einem Freund erfahren habe, damals hieß das terranier.org, die haben sich selber ihre Autos zugelassen, quasi, haben sich selber ihre Nummernschilder gemacht und man konnte die unter Google finden und dann wurde man auf diese Seite terranier.org geleitet und dann konnte man alle Personendaten, alle Alterdaten, alle Fahrzeugdaten einsehen und da bin ich den einen Tag, weil ich beim Verkehrsamt abgeblitzt wurde wegen dieser 3G-Regelung, abgeblitzt bin. Hatte ich diese Idee und ich fand das eigentlich, die Idee ist frech, aber was ich toller fand, ist, dass wir Subdomains vergeben können. Das heißt, ihr habt dann einen vernünftigen Domainnamen. Ich meine, es geht natürlich auch mit Blogspot.com, aber das ist ein Google-Produkt. Und ja, bei uns habt ihr wirklich Open Source und selbst der Verein ist Open Source soll ich dazu sagen? Wenn ihr euch mit Open Source auskennt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Es ist alles öffentlich. Alles, was wir machen, ist öffentlich. Außer vielleicht Belege. Das mache ich vielleicht auch noch öffentlich. Muss ich mir mal überlegen. Muss ich mal mit dem Steuerberater reden. Noch haben wir nicht so viele Umsätze. Ja, das war's von mir. Übrigens, wenn ihr eine Idee habt für ein Projekt, für eine Software oder auch für Hardware, oder ein Problem habt, was wir lo lösen können für euch, dann schreibt das mal in die Kommentare oder nimmt Kontakt mit mir auf oder wir finden eine Lösung oder ich finde eine Lösung und das ist mein Job, Lösung zu finden. Ich mache das schon, also was die Software angeht, mache ich das schon über 30 Jahre, 35 jetzt glaube ich. Und wir machen auch Hardware, wir lösen Hardware-Probleme. Ich habe neulich mal in Portugal meditiert und dann habe ich so gefragt, so mein höheres Selbst, was brauchst du auf der Welt? Und dann kam die Idee mit dass wir zu viel Plastikmüll haben. Und da habe ich mir gedacht, was kann man da machen? Und da kam auch gleich die Lösung, ja, Plastikflaschen verhindern. Und wie macht man das? Indem man sich das Trinkwasser selber destilliert, mit einer Solardestillationsanlage zum Beispiel. Und sowas wollen wir entwickeln. Das heißt, im Kopf ist das schon da, ist ja nicht ganz einfach. Man nimmt eine alte Satellitenschüssel, die wir nicht mehr brauchen, weil wir unseren Fernseher weggeschmissen haben, kleiden die aus mit zum Beispiel einem Spiegel, mit Spiegelscherben, wie so ein Mosaik. Und dann machen wir in die Mitte, da wo der Empfänger ist, ne, Parabolantenne, so ein Empfänger, der die Fernsehwellen oder wie auch immer die heißen, die Frequenzen auffängt. Und da können wir, an der Stelle können wir einfach einen Behälter machen mit Wasser drinne, einen schwarzen Behälter, der dann halt
mit der Sonnenenergie angestrahlt wird, über den Parabolspiegel, über die Spiegel. Und da wird dann das Wasser erwärmt. Das verdampft dann und wird, ich habe es damals noch gelernt in Chemie, über einen Lübeck-Kühler wird das kondensiert und dann kann man das Kondensat auffangen. Das ist dann pures H2O, pures Wasser. Und das ist trinkbar. Ich habe es in Portugal einen Monat lang ausprobiert. Wir haben, Maria und ich, wir haben zusammen gewohnt und wir haben nur destilliertes Wasser getrunken. Und wir leben nicht nur noch, sondern Maria hat mir erzählt, hat sie auf diese Weise ihren Krebs besiegt, weil sie keine Giftstoffe mehr zu sich nimmt. Da war noch ein bisschen anders, da war noch eine Umstellung der Lebensmittel. Sie hat nur noch Raw Food gegessen, also Rohkost. Und da auch nur die Säfte davon. Ne? Da hat sich ihr Obst und Gemüse hat sie in so einen Entsafter getan und nur noch das getrunken. Da hat sie den Krebs mit besiegt. Ja, dann wollen wir einen Magnetmotor bauen, aber das weiß ich noch nicht, ob der überhaupt funktioniert. Aber ich denke, dass das funktionieren würde. Das heißt zwar, Perpetuum mobilis gehen funktionieren nicht, aber da ist ja diese Kraft, diese Magnetkraft. Und müsst ihr euch vorstellen, was damit möglich wäre. Wenn wir das zum Beispiel ins Haus nehmen und damit heizen, wird Strom erzeugt mit dem Magnetmotor und dann können wir da eine Elektroheizung mit betreiben oder kochen. Oder du könntest das Auto bauen ne, können wir damit fahren und so, um die Energiekrise zu überwinden. Ich glaube, das funktioniert. Es haben bestimmt auch schon viele gebaut, aber die haben es nicht öffentlich gemacht, weil sie dann ja fürchten, dass sie, was weiß ich, gejagt werden von der, wie heißen die Ölindustrie? Oder auch die ganze Autoindustrie. Ich hab den Mut, und das einfach ausprobieren. Mir fehlen jetzt halt dazu die Möglichkeiten, aber da komm ich später zu. Wenn der Verein mal Umsatz macht, dann können wir uns dann die Maschinen vielleicht leihen und einen Prototypen bauen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Da schwebt mir aber sowas vor, dass irgendwo eine Drehbank und eine Fräse steht, wo ich nutzen kann. Ich habe mal Maschinenschlosser gelernt, also ich kann die Dinger tatsächlich selber bauen. Und ja, wie ihr schon hört, wir machen nachhaltige Sachen. Gerade das, was wir in der Software machen, in der Open Source, das möchte ich auch in die Hardware bringen. Dass wir die Sachen zum Beispiel 3D drucken können, dass wir sie unabhängig von der Location, wo wir da sind, einfach drucken können, diese Sachen. Das geht ja heute schon. Ja, ne? Und wenn wir da die Pläne dafür Open Source machen, dann kann es ein anderer weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die kommt uns irgendwann wieder zugute, weil wir dann die weiterentwickelte Technologie haben. Und da können wir unser altes Teil, wenn es kaputt geht, zum Beispiel wieder. Wenn es zum Beispiel Plastik ist, schreddern wir es wieder und können wir es wieder verwenden zum Drucken. Ja, hat mir mal ein Kumpel erzählt. Hi Toni, hat mir ein Kumpel erzählt, der nimmt die Plastikflaschen, meinetwegen da, wo kein Pfand drauf ist, und schreddert sie und dann kann er mit diesen Granulat kann er dann 3D-Sachen drucken. Und so haben wir dann auch das Plastikflaschenproblem gelöst oder das Plastikproblem generell. Ja, ich möchte gern, dass wir mehr in diese Forschung gehen. Das ist nachhaltig und nicht das, was die Politiker da machen. Die Politiker, die sind von der Lobby gesteuert. Die wollen zum Beispiel das Elektroauto einführen. Das ist meine Meinung. Die Meinung wurde mir allerdings geformt von einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter. Da habe ich mal ein Video gesehen. Er meinte, wir hätten schon längst Peak Oil erreicht. Das heißt, wir verbrauchen mittlerweile mehr Öl, wie wir fördern können, und irgendwann ist die Erde auch leer mit Öl, ne? Die produziert das ja nicht neu. Und wenn wir jetzt alle Autos auf Elektroauto umstellen würden, also neue Autos bauen, dann würde das Öl nicht mehr reichen, um die ganzen Reifen für diese Elektroautos herzustellen. Also, da ist unsere Regierung und die anderen sind auch auf dem falschen Weg. Das ist einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ach, denkt doch selber darüber nach, was das bedeuten könnte. Ich möchte ja jetzt niemanden an Karren fahren. Ja, so viel dazu. Wenn euch die Arbeit von unserem Verein interessiert, Link unten in der Beschreibung,
Lest euch mal ein in die Webseite, die habe ich extra dafür gebaut. Wenn ihr Entwickler seid, Softwareentwickler oder auch Ingenieur für Maschinen, also Maschinenbauingenieur, dann könnte unser Verein eventuell auch was für euch sein. Das könnte ein Ort sein, wo ihr denn diese Maschinen entwickeln könnt. Ja? Wie ich gesagt habe, Magnetmotor, Trinkwasserdestillation oder ähnliche Dinge. Das sind ja nur ein paar Ideen von Maschinen, die wirklich toll wären. Und dann könnt ihr Mitglied werden und sprecht mich einfach an, schickt mir eine Mail oder so. Das findet ihr alles auf der Webseite, die Kontaktdaten und vielleicht auch in der Beschreibung. Und ja, und wenn ihr einfach nur helfen wollt mit einer Spende, das wäre auch cool, würde ich auch nicht nein sagen. Ihr könnt Vereinsmitglied werden, dann wäre ein Vereinsmitgliedsbeitrag ein jährlicher, wäre dann fällig, der uns dann unterstützt. Das mit den Vereinsbeiträgen ist so, die werden aufgeteilt in die Entwickler. Da nehme ich mich auch nicht aus. Ich denke mal, dass ich mir irgendwann, wenn er gut da ist, werde ich mir ein CEO-Gehalt zahlen. So ein Tausender würde ich wunderbar mit auskommen. Und ich möchte auch die Entwickler bezahlen, weil Open Source Entwicklung ist eine tolle Sache, aber ich finde es schöner, wenn die dann motiviert werden, wenn sie dann davon leben könnten. Und so werden wir die Umsätze dann aufteilen auf die Entwickler, je nach Projekt. Und in der Höhe, wie sie ihre Zeit investiert haben, so dass da das dann faires, ja, dass die dann fairen Lohn bekommen. Also keine Festanstellung, sowas können wir nicht, aber eine Umsatzbeteiligung, würde ich sagen. Und die Profite oben drüber hinaus, die werden gespendet an Ubuntu-Projekte. An Ubuntu, das ist eine Bewegung aus Südafrika. Dort lebt man zum Beispiel in Waterfallbuven, das ist die erste Village, also das erste Dorf, ohne Geld, ohne Tausch, ohne Handel. Dort wird einfach jeder involviert mit dem, was er kann, wo er talentiert ist, und jeder bekommt alles. Das heißt, wenn jetzt da ein Bäcker ist und Brötchen backt, dann kann sich jeder diese Brötchen nehmen, wenn er Hunger hat. Oder wenn jemand da Permakultur betreibt und da ist ein Apfelbaum, der hat Äpfel, das wird dann an alle verteilt und es wird zusammen gekocht, es wird zusammen gegessen und so weiter und so fort. Und in solche Projekte möchte ich gerne die Profite des Vereins investieren, bevor es irgendwie beim Finanzamt geschluckt wird oder so. Das heißt, Land kaufen, Gebäude draufstellen und Vereinsmitglieder wohnen lassen. Das ist eine meiner Ideen und das ist eine Möglichkeit, um langsam neben dem alten System ein neues aufzubauen. Stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwo wohnen dürfen, ohne Miete zu zahlen, könnt da selber Obst und Gemüse anbauen und seid mit coolen Menschen zusammen, die genauso ticken wie ihr. Und ja, wo man neue Gesellschaftsformen ausprobieren kann, wo ich zum Beispiel mal ich bin ja ein Rainbow Warrior, einer von aus der Rainbow Family, da kann ich diese Werte da reinbringen. Zum Beispiel Food Circle habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Man kocht zusammen, also die dazu Lust haben, die kochen. Die anderen machen vielleicht Musik dabei, spielen Gitarre oder Trommeln, während da gekocht wird. Das heißt, die geben ihre Liebe mit ins Essen. Dann wird ein Food Circle gemacht, da haben wir ein Feuer, ein Lagerfeuer. Wir stehen dann im Kreis drumherum, halten uns an den Händen und singen erstmal zusammen. Und bevor wir dann essen. Das ist so eine schöne Tradition. Das ist wow. Ja, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man einfach erlebt haben. Und so möchte ich gerne, solche Communities möchte ich gerne erschaffen. In Portugal haben wir schon eine erschafft. Ich habe es damals den Projektnamen Camp Eden gegeben. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, vorher. Und das heißt mittlerweile Aurora. Da wohnen tatsächlich permanent schon ein paar Leute. Der Verwalter, der das Land von seinen Vorfahren geerbt hat, der hat da seine Lebensaufgabe gefunden.
Das macht total Sinn. Ich selber bin da wieder weg, weil ich bin, das habe ich gerade im Human Design gesehen, ich bin Starter. Ich starte diese Dinge und ich muss das nicht, ich muss nicht ewig da sein, weil ich habe noch andere Aufgaben, ne? Vereinsarbeit. Direkte Demokratie in Deutschland einführen und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Das habe ich auch schon eine halbe Stunde wieder auf der Uhr. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und Namaste. Habt eine schöne Zeit. Ciao.